Die AfD ist ins Visier geraten, liebe Zuschauer von JFTV, und das in doppelter Hinsicht, Dieter Stein. Wir widmen uns in der aktuellen Ausgabe nochmal ausgiebig anknüpfend an den Fall dieses Bremer Bundestagsabgeordneten, der ja schwer verletzt worden ist durch einen Angriff von Linksextremisten, dem Thema Gewalt gegen die AfD. Und auf der anderen Seite sicherlich werfen wir auch einen Blick auf den Beginn des Prüffalls beim Verfassungsschutz, der diese Woche bekannt gegeben worden ist. Das heißt, dass die AfD auch stärker ins Visier des Inlandsgeheimdienstes gerät. Unsere Reporterin Meckelein hat sich hingesetzt und hat lange recherchiert und hat auf einer ganzen Seite viele Fälle von Gewalt gegen die AfD dokumentiert. Ja, Frau Meckelein hat mal zusammengestellt im großen Überblick, was es schon an schweren Angriffen auf die AfD gegeben hat. Und ich denke, viele Bürger wissen das gar nicht, was da schon alles passiert ist. Viele haben da vielleicht jetzt zum allerersten Mal gehört von diesem, im Zusammenhang mit diesem spektakulären Fall in Bremen. Aber sie hat also ermittelt, dass es 1900 Straftaten, darunter eben tätliche Angriffe auf Mitglieder, Funktionäre gegeben hat, Sachbeschädigungen, also Farbanschläge auf Häuser, angezündete Autos und so weiter, in vielerlei Hinsicht, also eine richtige schwere Serie auch ansteigender Straftaten gegen die AfD. Wir haben genau zu diesem Thema auch einen Experten diese Woche im großen Interview. Ja, Carsten D. Hoffmann, das ist ein Wissenschaftler, der sich also schon seit Jahren sehr intensiv mit dem Thema Linksextremismus und linksextremer Gewalt beschäftigt. Und ja, er beklagt eben bei uns, uns ist das bekannt, auch glaube ich den vielen JF-Lesern, aber der breiten Öffentlichkeit nicht, dass es eben ja eine vollkommene Einseitigkeit in der Beschäftigung auch an den Universitäten der Wissenschaften mit dem Thema Linksextremismus gibt. Also es gibt eben diesen einerseits zivilgesellschaftlich diesen breit aufgestellten Kampf gegen Rechts, der mittlerweile etwa 100 Millionen Euro im Jahr erhält. Aber auch an den Universitäten gibt es eben viele Lehrstühle, die sich dem Thema Rechtsextremismus widmen. Aber beim Thema Linksextremismus ist fast Tabula rasa. Und das beklagt er hier, obwohl es dort also faktisch eben eine höhere Gewaltbereitschaft und mehr Straftaten gibt. Herr Stein, bei all diesen linksextremen Straftaten sollte man ja meinen, dass der Verfassungsschutz sich jetzt noch intensiver mit dem Thema Linksextremismus auseinandersetzt. Das ist aber nicht der Fall. Er nimmt jetzt die AfD ins Visier. Ja, der Verfassungsschutzpräsident, der Nachfolger von Maaßen, hat ja auch pro forma bei seiner Vorstellung diese Woche erklärt, natürlich würden sie sich auch eben angesichts dieser aktuellen Fälle mit linksextremistischer Gewalt gegen die AfD beschäftigen. Aber tatsächlich, natürlich ist diese Verkündigung, dass die AfD ein Prüffall ist, ein Novum. Also es hat es im Fall der Linkspartei so nicht gegeben. Also es ist ein völlig neuer Fall, dass eine im Bundestag vertretene Partei zum Prüffall erklärt wird. Insofern schnürt sich, wie soll man sagen, die Fessel enger um die AfD und sie muss jetzt gucken, wie sie sich dagegen wehrt. Was denken Sie denn, was steckt dahinter? Warum wird jetzt plötzlich bekannt gemacht, dass die AfD zu einem Prüffall wird, der ja so eigentlich gar nicht vorgesehen ist? Naja, es hat sich ja schon länger angekündigt, dass man hier versuchen will, wenigstens Teile der AfD in die Beobachtung zu nehmen. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, aha, das kommt jetzt wegen der anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr in insbesondere drei östlichen Bundesländern und der Europawahl, dass das eben tatsächlich ein Versuch ist, auch auf diese Wahlen Einfluss zu nehmen. Andererseits könnte man auch sagen, haben sie sich auch relativ lange Zeit gelassen. Also wir zum Beispiel haben schon immer früher zumindest die Gefahr gesehen, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird, in Stellung gebracht wird gegen die AfD. Also ja, jedenfalls war das jetzt abzusehen und jetzt ist die Krux natürlich, wie geht die AfD damit um, sowohl juristisch als auch politisch. Ein spannendes Thema, das ganz Deutschland bewegt. Wir werden da sicherlich weiterhin am Ball bleiben, in der einen oder anderen Form. Die Gegenspieler der AfD, das sind die Grünen, die thematisieren wir auch in dieser Ausgabe ganz intensiv.
Genau, wir widmen uns dem beleidigten Öko-Jet-Set, den Grünen, mit einem ja scharfen, launigen Kommentar von Birgit Keller auf der Titelseite. Aber auch Hinrich Rohbohm ist durch die Republik gereist und hat eben so Hochburgen der Grünen besucht, so typische Grünwähler-Milieus und das so ein bisschen recherchiert, diese Mentalität einerseits also für Klimaschutz einzutreten, aber dann privat doch in Suff zu fahren oder eben um die Welt zu jetten in den Urlaub. Und ja, diese Doppelmoral wird hier mal ganz ordentlich aufgespießt. Sie alle kennen Karl-Heinz Weißmann. Er ist ein ganz langjähriger Mitarbeiter der Jungen Freiheit, ein freier Autor, der regelmäßig für die Junge Freiheit schreibt. Er ist jetzt 60 Jahre alt geworden. Wir hatten dazu Dieter Stein auch bereits schon einen Artikel im Blatt. Und jetzt ist eine Festschrift erschienen zu diesem Jubiläum, zu diesem 60. Geburtstag. Richtig, in der vergangenen Ausgabe hatten wir von Christian Vollrath einen sehr schönen, großen Geburtstagsartikel im Kulturteil. Dort haben wir das noch nicht verraten, was wir vorhatten, und pünktlich zum Geburtstag ist eben eine Festschrift von uns erschienen mit 28 Beiträgen, auch sehr viele ja schöne, bekannte Namen darunter. Und uns freut besonders, dass es uns gelungen ist, also dieses Vorhaben bis zuletzt beim Jubilar geheim zu halten und er dann tatsächlich am Sonntag, 13. Januar von uns überrascht werden konnte, ohne dass er wusste, und diese Festschrift bekommen hat, die er auch, glaube ich, wirklich verdient hat. Er ist wirklich meiner Meinung nach einer der wichtigsten, einflussreichsten konservativen Publizisten und Autoren, die wir haben, und das hat er sich wirklich verdient. Karl-Heinz Weißmann ist ein Historiker, Karl-Heinz Weißmann ist ein Gelehrter, und wie könnte man so jemanden besser feiern als mit einer Festschrift, als mit einem Buch, einem Sammelband zu seinen Ehren? Wir blenden das an dieser Stelle nochmal kurz ein, und Sie können die Festschrift auch über jf-buchdienst.de erwerben. Vielen Dank, dass Sie uns heute wieder zugeschaut haben. Vielen Dank, Dieter Stein, dass Sie wieder dabei waren.